BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Die Bauarbeiten am Stuttgarter Hauptbahnhof gehen weiter. Gegner von Stuttgart 21 werfen der Bahn vor, sie würde sich nicht an die Vereinbarungen halten. Danach sind lediglich Arbeiten am Gleisvorfeld erlaubt. Die Bahn hält dagegen, die derzeitigen Baumaßnahmen dienten der Gebäudesicherung. Heute wollten die Befürworter und die Gegner zusammen mit Schlichter Heiner Geißler die Baustelle besichtigen, aber Geißler sagte aus terminlichen Gründen ab. Am frühen Morgen blockierten rund 80 Parkschützer die Baustelleneinfahrt. Die Kritik der Parkschützer richtete sich vor allem gegen das Grundwassermanagement. Das Grundwasser soll im Vorfeld des Baus von 4 Metern auf 15 Meter abgesenkt werden. Die Gegner befürchten dadurch eine Gefährdung der Mineralwasserquellen und das Absterben von Bäumen im Park. Die Polizei war heute am Vormittag wieder am Hauptbahnhof präsent. Sie nahm die Personalien der Protestler auf und erteilte Platzverweise. Dabei verliefen die Proteste durchweg friedlich. Der Besichtigungstermin der Baustelle soll morgen nachgeholt werden. Am Donnerstag gehen dann die Schlichtungsgespräche in die nächste Runde. Mit einem Heißluftballon Bilder von Kindern in alle Welt transportieren und dabei Kindern in Not helfen. Das will der in Tübingen wohnende Unternehmer Günther Kromer. Als Ballonpilot und Organisator von Ballonfahrten in aller Welt hat er schon viel Erfahrung gesammelt. Diese will er jetzt mit einer ungewöhnlichen weltweiten Aktion nutzen. Wer dieses Geräusch hört, weiß, ein Heißluftballon ist nicht weit. Auch wenn es in Deutschland mehr als 1200 Ballons gibt, der Faszination kann sich kaum einer entziehen. Ballons erregen Aufmerksamkeit, erst recht, wenn sie eine etwas ungewöhnlichere Form haben, so wie hier. Noch ist es eine Zukunftsvision, ein Heißluftballon in Form einer Litfaßsäule, bestückt mit Bildern zahlreicher Kinder. Patchwork Balloon soll das Projekt heißen. Der Unternehmer Günther Kromer hat das Projekt initiiert und jetzt in Blitzhausen vorgestellt. Seit 15 Jahren organisiert er mit seinem Unternehmen Heißluftballonfahrten, darunter auch in vielen ärmeren Ländern. Die Idee des Patchwork Balloons ist mir gekommen, und zwar mit in Afrika, als ich im Slum Kibera diese viele Leute gesehen haben, die in totaler Armut leben, speziell die Kinder, und an einem Malwettbewerb damals das miterleben durfte, wie Kinder fasziniert diese Bilder gemalt haben. Die ersten Bilder, die auf den Ballon kommen, haben Schüler der Gustav-Werner-Schule in Waldorf-Häslach gemalt. Pro Bild zahlen Eltern, Großeltern oder zahlungskräftige Unternehmen 350 Euro. 50 Euro davon gehen an World Vision. Mit dem Rest wird das Projekt selbst finanziert. Allein der Ballon kostet 250.000 Euro. Diese Bilder, die wir jetzt auf Reise schicken, sind einfach, dass wir Kinder mitnehmen möchten mit unserem Ballon zu diesen Orten. Dort, wo nämlich gerade dieses nicht stattfindet, dass wir alles im Wohlstand haben, dass wir jeden Tag zu essen haben und die Kinder durch ihr Bild dort teilhaben können und unsere Community auf unserer Homepage und in unserem Blog da teilhaben können, an die Newsletter. Das ist unser Ziel. Die Wohlstandskinder mitnehmen in ärmere Länder, das ist ein Ziel der Aktion. Ein weiteres, vor Ort helfen. Deshalb gehen die Spendengelder allesamt an das Projekt Starthelfer von World Vision. Es unterstützt Kleinkinder in Afrika, Asien und Lateinamerika. Viele von ihnen würden ohne Hilfe nicht ihren ersten Geburtstag erleben. Denn die Ernährung ist einseitig. Noch dazu ist meistens kein Brunnen vorhanden. Es wird also aus dem Bach getrunken, aus dem auch gewaschen wird. Und so sterben also manchmal 40% der Kinder schon in ihrem ersten Lebensmonat und noch mal viele weitere vor ihrem fünften Geburtstag. World Vision hatte sich zur Aufgabe gemacht, vor allem junge Mütter zu unterstützen und ihnen zu zeigen, wie sie ihre Kinder gesund und ausgewogen ernähren. Doch bevor der Ballon auf seine Reise um die Welt startet, wird er erstmal in Deutschland unterwegs sein, Spendengelder sammeln und auf Großveranstaltungen auf sich aufmerksam machen. Die Teilnehmer erhalten nach Ablauf des Projekts in 5 Jahren ihr Stück der Ballonhülle und einen Bildband über die Reisen des Ballons. Nähere Informationen gibt es unter www.patchwork-balloon.com. Soweit die BW1-Nachrichten, jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt.